Hey Leute, herzlich willkommen zu einer sehr, sehr guten Nachricht. Es geht um Arma 3. Die Alpha wird am 5. März 2012 jetzt starten und ihr könnt euch das Spiel dann auch kaufen. Das Ganze wird so sein wie das Minecraft-Prinzip. Ihr könnt euch die Alpha natürlich kaufen. Das wird günstiger sein als für die Beta und das ganze Spiel. Und ihr habt dann auch natürlich noch Auswahl zu drei verschiedenen Versionen. Einmal zu der ganz normalen Alpha-Version. Ja, die ihr hier habt. Dann gibt es die digitale Deluxe Edition und die Supporter Edition, die für ja, meiner Meinung nach sinnlos ist. Zwar habt ihr hier alle, okay, ihr seht hier gerade, ihr habt alle Arma 3 DLCs, die demnächst kommen werden. Und sonst irgendwelche anderen, ja, wie sagt man, andere Dinge noch dazu. Ihr habt Arma X, also hier Arma 2 und was da nicht halt alles drin ist, ja. Forum Badge, also hier so von wegen, dass ihr voll krass im Forum aussieht und so. Und ihr kriegt eure Namen in den Credits. Das bedeutet, wenn das Spiel zu Ende ist, dann kommen ja da immer so Namen und dann kommen da Special Thanks to the Supporter Edition Käufer und so. Und ja, das Einzige, was wirklich halt interessant ist, All Future Arma 3 DLCs. Das kann ich mir aber jetzt so vorstellen, dass es nicht so ist wie Battlefield, so von wegen hier Map Packs oder sowas, weil dafür gibt es ja das Modding und so. Es wird so sein wie in Arma 2 mit neuen Fahrzeugen und sowas alles, aber das kann man alles mit Mods nachziehen. Also ist das jetzt nicht so tragisch, wenn man das jetzt nicht hat. Die digitale Deluxe Edition ist genau wie die normale Edition, bloß dass ihr hier eine digitale Map, digitale Soundtrack, digitaler Guide habt. Ist meiner Meinung nach sehr sinnlos, weil die wird man sowieso im Internet finden, das gleiche wie bei Battlefield Premium, ja. Daher ist das auch nicht relevant, ob man das hat oder nicht. Dazu kriegt man aber Arma 1, ja, dieses Cold War Assault, keine Ahnung, ob das irgendjemand spielen will. So, und die normale Alpha hat halt, so wie man hier sieht, die Arma 3 Beta und Full Game. Das heißt, wenn ihr das kauft, kriegt ihr alle Versionen, ohne drauf zu zahlen. Ihr kriegt drei Alpha Light Invites, also das heißt, ihr kriegt drei Codes, wo ihr Leute einladen könnt, die auch die Alpha Light spielen können. Die hat aber natürlich nicht so viele Funktionen wie zum Beispiel das Modding oder zwei Multiplayer-Szenarien, sondern die können einfach nur die Waffen ausprobieren. Und ja, mehr ist da nicht. Hier steht 6. März, irgendwo stand jetzt hier 5. Hier, 5. März. Da, ab da kann man es kaufen, genau. Das Ganze findet ihr unter Steam oder in dem Store von BE Studios, also Bohemia Interactive. Der Link ist unten in der Beschreibung und hier sieht man auch nochmal. Hier steht, Beta kostet denn schon 34,99, also 10 Euro mehr. Die digitale Deluxe Edition denn auch und dann am Ende kostet es denn nochmal alles 10 Euro. Also es ist wie Minecraft, ja, von wegen 10, 15 und 20 Euro, was hier in 10er-Takten ist, außer die digitale Deluxe Edition, die kostet dann am Ende genauso viel wie die in der Beta. Daher empfehle ich euch, dass ihr die Alpha euch kauft. Und ja, ich werde mich auf jeden Fall freuen. Das ist eine sehr geile Nachricht, auf die ich mich schon sehr lange gefreut habe und auf wahrscheinlich auch viele von euch. Also am 5. werde ich mir es sofort instant kaufen auf meinem Steam-Account und werde es dann auch natürlich auch aufnehmen und freue mich so überkrass auf dieses Spiel. Hier sieht man es, 25 oder 26 GB wird das Ganze besitzen. Ihr braucht 4 GB RAM, DirectX 11, 1 GB GPU Memory, also es ist auch schon wie in Arma 2 genau das gleiche. Und ihr braucht ein, ja, was soll man sagen? Also die 7750 ist nicht teuer, die kostet 130 Euro oder sowas oder weniger. Also es ist verkraftbar und der Prozessor ist jetzt auch nicht so der allerdeutste. Also da sollte das eigentlich sehr gut hinkriegen, auf ordentlicher Hardware natürlich zu zocken. Wichtig ist halt aber wirklich diese 1 GB Grafikrahmen. Das merkt man auch in Arma 2. Die Leute, die nicht mal 1 GB haben, die kacken da ab und oh, scheiße, schon wieder Speicher voll. Und ja. Also schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es euch direkt kaufen werdet oder ob ihr abwarten werdet mit der Beta kaufen oder sowas. Und ja, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Haut rein, ciao.